Habt ihr das auch schon mal erlebt? Eine bestimmte Fraktion im Deutschen Bundestag ist für ein bestimmtes Thema und trotzdem kursiert irgendwo so eine Abstimmungskachel, wo sie angeblich im Parlament dagegen gestimmt hat? Wie kann das eigentlich sein? Und warum stimmen Fraktionen in Deutschland eigentlich überhaupt immer zusammen ab, wenn sie eine Koalition bilden? Darum geht's in diesem Video. Oft ist es so, dass auf diesen Abstimmungskacheln natürlich nur eine Überschrift steht. Und was für ein konkreter Antrag oder Gesetzentwurf dahinter steht, kann sich total unterscheiden. Deshalb immer mal hinschauen, was wirklich konkret abgestimmt wurde und nicht nur die Überschrift. Denn im Deutschen Bundestag, da wird nicht über ein Thema Ja, Nein abgestimmt, sondern über ganz konkrete Gesetze oder ganz konkrete Anträge. Ein ganz konkretes Beispiel. Im Sommer 2022 hat die Union einen Antrag vorgelegt, wo die Überschrift war Laufzeitverlängerung der Kernkraftwerke. Und die FDP machte gleichzeitig in der Koalition Druck, dass die drei Kernkraftwerke länger laufen sollen, damit sie im Winter in der Energiekrise dazu beitragen können, dass wir genug günstigen Strom haben. Trotzdem gibt es auf dieser Kachel dann die Abstimmung und SPD, Grüne und FDP stimmen gegen den Antrag der Union. Wie kann das sein? Ganz einfach. Der Antrag war schlecht geschrieben, denn wenn die Laufzeiten der Kernkraftwerke länger sein sollen, so wie es die FDP dann ja auch in der Koalition durchgesetzt hat, muss man das Atomgesetz ändern. In dem Antrag war aber nicht vom Atomgesetz die Rede. Das heißt, hätte der Bundestag zugestimmt, wäre es gar nicht zu einer Laufzeitverlängerung gekommen, sondern er hätte einen schlechten Beschluss gefasst. Deshalb stimmt die FDP dagegen. Und das Thema Kernkraftwerke war natürlich nur ein Beispiel. Generell gilt, oft ist in Anträgen oder Gesetzen nicht das drin, was in der Überschrift drin steht. Also, wenn ihr das nächste Mal so eine Kachel seht, schaut genau hin, worüber wurde eigentlich wirklich konkret abgestimmt. Und wenn ihr den Antrag oder das Gesetz nicht findet, fragt uns, die Fraktion der Freien Demokraten, und wir geben euch Auskunft. Und warum stimmen Fraktionen in Deutschland eigentlich überhaupt immer zusammen ab, wenn sie eine Koalition bilden? In Europa haben wir parlamentarische Regierungssysteme. Das heißt ganz konkret, die Kanzlerin oder der Kanzler, die werden nicht direkt vom Volk gewählt, sondern im Parlament und brauchen deshalb auch eine Mehrheit im Parlament. Wenn jetzt die Fraktionen bei jeder Frage unterschiedlich abstimmen würden, hätte die Regierung keine Mehrheit im Parlament mehr, die sie trägt. Sie müsste zurücktreten. Wir brauchen aber in Demokratien stabile Regierungen, gerade zum Beispiel in Krisen. Und deshalb haben alle Koalitionen im parlamentarischen System immer eine Grundregel. Sie vereinbaren etwas gemeinsam und dann stimmen sie auch immer gemeinsam ab. In jedem Koalitionsvertrag der Bundesrepublik, der in den letzten Jahren und Jahrzehnten geschlossen wurde, haben immer die schließenden Parteien vereinbart, dass ihre Fraktionen im Deutschen Bundestag immer nur gemeinsam abstimmen. Wieso? Weil es zur Demokratie gehört, dass du die Mehrheit überzeugen musst. Und Koalitionen, die haben gemeinsam die Mehrheit. Die werden gebildet, weil keine Partei alleine bei einer Wahl die Mehrheit bekommen hat. Und deshalb vereinbaren sie, was sie gemeinsam durchbringen wollen und stimmen dann entsprechend ab. Gleichzeitig vereinbart man auch, dass man nicht unterschiedlich bei Anträgen der Opposition abstimmt. Das heißt, wenn sich etwas verändern soll, muss man immer die Mehrheit in der Mehrheit überzeugen und die Mehrheit bricht in Deutschland nicht auseinander. Ich bin Johannes Vogel, erster parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion der Freien Demokraten. Und wenn ihr noch Fragen zum Thema habt, schreibt sie uns in die Kommentare.